Hallo und willkommen zur heutigen Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. In der heutigen Folge würde ich gerne die Zeit nutzen, um beim Warlock die Exo-Quests Zähme den Sturm in den Abgrund und auch Schüre die Flammen einfach etwas weiter voranzutreiben. Ich habe schon mal die Krone der Stürme ausgerüstet, den Arcus-Fokus haben wir sowieso angelegt und wir starten direkt mal rein im Kosmodrom in den Strike, die Höhle der Teufel. Let's do this! Diese algorithmischen Entschlüsselungsschlüssel sollten doch hitzebeständig sein. Da wären wir im Strike drin. Wir rushen mit Tempoverstärkung durch. Gefallene und die Schar. Hoffentlich kommen wir nicht ins Kreuzfeuer. Der Ausgang ist versperrt. Wir hacken einmal. Und warten auf unsere Gegner. Ich habe es fast, aber nur zur Sicherheit. Die Gefallenen und die Schar sind unterwegs. Sehr schön. Weiter in den nächsten Abschnitt. Okay.
Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Gleich bei diesem ganzen Teufel. So, der Bomber. Der Schuss mit der schweren war leider extrem daneben. Aber egal. Und da wären wir ja schon beim Endboss. Und da wäre er gefallen. Ja, da haben Sie genau das richtige Team geschickt. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Sehr schön. Mit der Zerstörung werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Die Gefallenen sind schlau. Alle drei die gleiche Quest. So, wir kehren zurück in den Turm zu Benji. Nettes Scharmützel da draußen. Zähme den Sturm. Benji scheint schon auf dich gewartet zu haben. Du hast also diesen alten Servitor in die Luft gejagt? Na endlich. Das Ding ist alles Schrotthaufen. Das Ding ist als Schrotthaufen viel mehr wert. Ich hab da was für dich. Ikora meinte, du bräuchtest eine Arkus-Waffe. Die Waffe, die er dir gibt, wirkt brandneu, als käme sie direkt aus der Waffenkammer. Die kann deine Ziele aufschrecken, genau wie du. Sollte gut zu deiner Rüstung und deinen Fähigkeiten passen. Benji widmet sich wieder seiner Arbeit, doch er gibt dir noch einen Ratschlag. Denk dran, Hüter. Wenn du noch mehr lernen willst, musst du häufiger zu Ikora gehen. Kehre zu Ikora zurück, um mehr über dein Licht zu lernen, inklusive weiterer Aspekte, Fragmente, Fähigkeiten und Schlüsselwörter. Gemeinsames Handeln haben wir gekriegt. Praxis erprobt. Voltschuss, um die Gegner aufzuschrecken. Der Wirbelstrom, stabile Geschosse und weiter Lauf. Zähme den Sturm wäre somit, meine ich, abgeschlossen. Wir schauen mal kurz rein. Jawohl, perfekt. Wir gehen in den Abgrund, rüsten einmal um auf unseren Lehre und hier kontraversaler Halt. Schnelle Leere, Waffe, Todesstöße, ne, können wir natürlich mitnehmen. Eine leere Waffe. Ja, es gibt da eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich schicke mir schnell was rüber.
Und da wäre die Graviton-Lanze. So, wie schaut's aus mit dem Quest-Fortschritt? Haben wir, jawohl, Terminus der Einsicht sollen wir abschließen. Wir schauen in die Zielorte rein. Auf Nessus. Hier oben. Wir gehen rein. Hüter, wir haben eingeschränkte Informationen zu einem Vex-Informationsdepot erhalten. Ich will, dass du es findest und herausfindest, was sie wissen. Sei gegrüßt, Captain. Commander Zavala hat mich gebeten, eine taktische Analyse dieser Mission durchzuführen. Ich würde dir gerne dabei helfen, in den Terminus der Einsicht einzudringen. Oh, hallo, Failsafe. Was kannst du uns zu diesem Terminus sagen? Ich habe keine signifikanten Vex-Aktivitäten in diesem Gebiet festgestellt, seitdem die Exodus Black hier ankam. Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Vielleicht bleibt uns größerer Widerstand erspart. Ja, aber der Tod klebt euch irgendwie an den Fersen. Ich würde nicht darauf zählen. Positiv wie immer, was? Datengitter nehmen wir mit. So, die leere Seele war jetzt ein bisschen verschwendet. Halb so wild. Muss mich erst an den Fokus hier wieder gewöhnen. Von Kargen wird deine Priorität für diese Operation sein. Seine Crew ist im ganzen System unterwegs. Unseren Informationen zufolge hat er hauptsächlich Vex-Installationen zum Ziel. Ihn zu eliminieren kann unsere Position jedoch nur stärken. Erledige ihn. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten Nachrichten. Den Vex zufolge hat Kargen beinahe die vollkommene Kontrolle über das örtliche Vex-Tor-Netzwerk. Ich prognostiziere diverse Kabaleinheiten innerhalb der nächsten Minuten. Nein, ich wollte doch die guten Nachrichten zuerst. Das waren sie doch. So, jetzt kann's losgehen. Er ist gut darin, diese Vex-Architektur zu manipulieren. Wenn wir ihn geschnappt haben, kann er sogar Kate noch etwas beibringen. Wir nehmen direkt die Jakusladung. Lass mich durch, bitte. Danke. Ja, jetzt bin ich aber auch schön Fisch geglitscht hier. Wunderbar. Einen brauchen wir noch. Halte die Augen nach einer weiteren Kabalabwurfkapsel oder einem Centurio offen.
Okay, er hat eine... Ah ja, war ja klar, dass ich da reinlaufe. Dankeschön. Eine Etage weiter runter. Oh, danke. Großartig. Schön weggeblockt. Ah ja, egal. Da ist Cargan. Den guten wiederbeleben. Das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass er nicht so einfach Daten stehlen kann, solange wir hier sind. Absolut richtig, freundlicher Geist. Eine enorme Energiemenge deutet auf diverse Kabaltransporte hin, die sich eurer Position nähern. Ihr habt es so gewollt. Wir haben eine verdeckte Karte erhalten. Der Strike wäre zu Ende. Wir können zu Banji unsere Belohnung abholen. Ein Datenartefakt mit der Bezeichnung Oxa. Und es ist ernsthaft beschädigt. Metadaten zeigen, dass es zuletzt vor Jahrhunderten von jemandem namens Ozot benutzt wurde. Was ist Oxa? Und wir sind zurück im Turm, auf dem Weg zu Banji. Wenn du die Lehre flüstert. Sicher. Banji sieht dich neugierig an, hab nie was davon verstanden, was Ikora über die Lehre erzählt. Aber Waffen verstehe ich. Und sie hat mich gebeten, eine für dich zu finden. Die Waffe, die er dir gibt, wirkt brandneu, als käme sie direkt aus der Waffenkammer. Angenommen, du fügst einem Ziel mit Lehre einen Debuff zu, gib ihm hiermit den Rest und im Gegenzug erhältst du eine schützende Lehre-Barriere. Sollte auch ganz gut zu deiner Rüstung passen. Er wird kurz nachdenklich und still, bevor er weiterredet.
Du kannst das echt gut, Hüter, aber niemand kann alles. Wenn du besser werden willst, dann bitte Ikora, dich weiter zu unterrichten. Gute Aussichten, ich habe nicht genügend Platz. Wir werden nettes Scharmützel da draußen. So, und damit hätten wir die Quest in den Abgrund auch abgeschlossen. Wir wollen einmal zusammen in die Helm, ins Aeternum. Und da wären wir im Aeternum. Wir gehen zum Pult der Prophezeiung, um zu schauen, welche verdeckten Karten wir erhalten haben. Hier haben wir sie. Hexencrafting. Die nächste Saison der Hexenwaffe, die du am Ritualtisch fokussierst, wird, wenn möglich, mit Tiefenblickresonanz ausgestattet. Sehr coole Karte, gefällt mir. Lasst uns in die Sammlung reinschauen. O-Pläne und Katalysatoren. Wir waren beim Scout-Gewehr. Brias Liebe. Noch eine weitere. Dann holen wir uns die doch. Und sie ist direkt selbstverständlich im Tresor gelandet. Gut, damit wäre aber die schon mal abgeschlossen und wir können sie uns craften. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf die nächste. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.